am Bullypunkt. Ravensburg kann es für sich entscheiden. Allerdings relativ leicht. Jetzt der lange Aufbaupass von Eichinger auf Latta, der legt ab auf Pirl. Der in die Rundung. Ja, sie finden noch nicht diese Formation, haben da Glück, dass die Scheibe drin bleibt. Anschluss, Tor! Tor für die Tower Stars. Ja, hat sie nicht abgezeichnet. Bislang kein gutes Überzahlspiel, aber das sind eben, die machen auch aus einer halben Chance dann das Tor. Schuss kommt, Abroller, Nachschuss und drin das Ding. Also, Nick Gatter mit dem One-Timer und auf die zweiten 20 Minuten. Thomas Rubisch gegen Pirl und der entscheidet das Bulli zunächst mal für sich. Scheibe kommt tief, Czarnik geht hinterher. Ja, die Blue Devils kommen da mit der Scheibe raus, Schuss kommt! Lukas Wantu verzieht da ungewohnte Position an der blauen Linie da. Schöner Pass auf Fabian Voigt. Der darf da mal, aber es ist wieder Scharipov und jetzt der Gegenzug. Ein bisschen Platz gibt es jetzt auf dem Spielfeld. Blaue Linie, Tommy Magd wird wieder zu Tyler Ward ablegen. Der wieder zu Rubesch. Die beiden halten die Scheibe relativ lange. Pass in den Slot, Luca Gräser! Ja, da haben sie die Ravensburger etwas eingeschläfert. Scheibe sehr, sehr immer wieder funktioniert hat. Thomas Rubesch sieht da im Slot Luca Gräser und der sorgt hier für den Ausgleich. 1:1 steht es hier in beiden. Zweimal in Überzahl. Einmal Adam Pirl. Und damit gehen wir rein in den letzten Spielabschnitt. Überzahl Weiden. Jetzt heißt es erstmal natürlich ins dritte Tower Stars kommen. Ja, ist etwas einfach jetzt. Der Schuss kommt und der schlägt ein. Wieder ist es ein Rebound. Ja, so einfach kann Eishockey sein. Personal zurückgeeilt. Allerdings kommt der Schuss von Santos durch und dann müsste es die Nummer 25, Philipp Maas, gewesen sein. Philipp Maas, der aus Nürnberg zu den Tower Stars. Also sehr druckvolles Unterzahlspiel der Blue Devils jetzt in diesem Moment. Gehen da aggressiv auf den scheibenden führenden Mann und haben jetzt eine 2:1 Kontersituation in Unterzahl. Schuss kommt, Schuss geht vorbei, Daniel Bruch. Mehr als gedacht. Einmal hat es geklappt, Luca Gläser, der jetzt wieder mit auf dem Eis ist, war erfolgreich. Zweimal waren die Tower Stars erfolgreich. Jetzt vielleicht die Chance. Ilya Scharipov mit der Fanghand. Kein Problem für die Nummer 43. Die Möglichkeit für Elias Pool. Und jetzt die Kontermöglichkeit. Czarnik auf Peril. Und da gibt es 4 Sekunden sind es noch. Pass kommt nicht an. Pass rutscht raus. Und somit geht es 2:1 aus hier für die Ravensburg Tower Stars. Und